Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im Juli 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen des Monats. Ja, die ersten 3 Wochen im Juli wären wirklich ideal, wenn ihr Urlaub hättet und die Liebe auf Reisen finden könntet, denn dafür stehen die Sterne sehr gut. Fest liierte Skorpione machen jetzt auch gerne Pläne für ihre Liebe und für ihre Beziehung. Insgesamt dürfte es ein recht guter Monat für euch werden, wenn ihr auf ein paar Sachen achtet, was die kosmischen Spannungen anbetrifft. Aber ihr habt viele schöne Liebesaspekte im Juli. Nachher gibt es wieder eine Verlosung. Wenn euch das interessiert, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt schauen wir in eure langfristigen Konstellationen. Und da gibt es vor allem 2 Aspekte, die auf die Skorpionsonne einwirken. Und beide sind recht positiv. Das eine ist das Trigon zu Neptun. Neptun ist ja der Romantikplanet des Tierkreises und der steht für euch günstig im Haus der Lebensfreude, also Lebensfreude durch Romantik. Ich habe ja auch schon oft gesagt, dass das ein Tantra-Aspekt ist. Hier haben wir auch die Sexualität und wenn der Neptun dort gut steht, dann findet man Erfüllung darin, wenn man eben in der Sexualität sich auch spirituell verbindet. Und das ist ja auch der Spiritualitätsplanet. Habe ich schon oft drüber gesprochen. Könnt ihr sonst auch noch mal ins Jahreshoroskop reinschauen. Da habe ich die Aspekte noch mal ganz ausführlich besprochen. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 3. bis 8. November. Und das ist halt auch ein toller Aspekt, um sich zu verlieben oder eine schöne Affäre anzufangen. Und dann gibt es noch das Sextil zu Pluto, zu eurem Herrscherplaneten. Das ist auch recht günstig, weil er eben bei euch herrscht. Der steht im Steinbock, steht da recht stark und wirkt eben entsprechend auch stärkend auf die Skorpionsonne. Also euer ganzes Wesen, das Tiefschürfende und Geheimnisvolle, was euch ja auch sowieso umgibt, wird dadurch gestärkt. Und das bringt euch natürlich auch eine sehr interessante Ausstrahlung. Und davon profitieren in diesem Monat die Geburtstagskinder, die vom 7. bis 12. November Geburtstag haben. Genau, und jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen. Also wichtig ist erstmal der Neumond vom 24. Juni als Ausgangspunkt. Da bin ich in den Juni-Horoskopen sehr ausführlich drauf eingegangen. Der steht jetzt bei euch im 9. Haus im Krebs, also Fernweh, Reisen, Fortbildung, raus aus der Komfortzone, auf zu neuen Horizonten ist da das Motto. Am 1. Juli haben wir dann weiterhin die Sonne im Krebs und die steht im 9. Haus und macht ein Trigon zur Skorpionsonne, also einen sehr schönen, guten, stärkenden Aspekt. Der Juli, also die Krebszeit ist immer gut für euch. Dann haben wir den Mars, der steht auch im Krebs und auch im Trigon für die 2. Dekade Skorpion. Und der Merkur steht auch im Krebs, der läuft aber so schnell, dass es sich kaum lohnt, über die Dekaden zu reden. Und die Venus steht noch im Partnerhaus bis zum 5. im Stier hier und macht eine Opposition zur 3. Dekade Skorpion. Das ist auch eine schöne Konstellation, um süße Begegnungen zu erleben. So, jetzt kommen wir aber zu den Schwierigkeiten. Am Anfang des Monats haben wir ja eben diese harte Spannung von Mars auf den Pluto. Und das werdet ihr sicher sehr spüren, weil Pluto ist halt nun mal euer Planet. Und Mars war der alte Herrscher vom Skorpion. Sind 2 Planeten, die sehr stark mit der Energie des Skorpions in Resonanz stehen. Das heißt, ich glaube gar nicht mal, dass die Probleme von euch ausgehen, weil ihr selber ja eine relative Harmonie mit beiden Planeten habt. Das seht ihr hier in den blauen Aspekten. Der Mars steht günstig zu euch und der Pluto auch, aber untereinander streiten die sich eben. Also die stehen in Spannung und das werdet ihr eventuell auch spüren. Das kann dann zum Beispiel euch auf Reisen passieren, dass ihr in so eine Konfliktsituation geratet oder vielleicht auch, dass es Diskussionen gibt um Glaubensfragen, ist ja hier auch das 9. Haus. Also da müsst ihr einfach aufpassen, dass ihr euch da ein bisschen raushaltet. Ihr dürft euch jetzt nicht provozieren lassen. Ich glaube, das ist wichtig für die Skorpione. Ihr seid, das ist sehr gut möglich, dass man versuchen will, euch in solche Kämpfe hineinzuziehen, weil ihr halt auch so interessant seid. Aber da solltet ihr euch nicht provozieren lassen, sondern ihr müsst ruhig bleiben, ihr müsst fair bleiben. Und denn wenn ihr da euch auf einen Streit einlasst, jetzt in Bezug aufs Liebeshoroskop, ne, vielleicht mit jemandem, für den ihr euch im Grunde interessiert, dann wäre das ja natürlich schade. Genau. Trotz dieser schwierigen Phase vom 1. bis 5. habt ihr am 3. und 4. Juli 2 Top-Tage. Da stehen wichtige Planeten ganz toll und romantisch für euch. Die Venus steht immer noch im Stier, der Neptun steht gut. Und dann haben wir hier eine Sonne-Neptun
Eine schöne Verbindung, das ist überhaupt sowieso ein sehr starker Flirt- und Romantikaspekt und halt besonders für die Wasserzeichen, die haben alle was davon, deswegen auch der Skorpion. Das ist also sehr schön für Romantik, auch für tollen Sex oder auch für eine Urlaubsliebe. Super Konstellation am 3., Montag den 3. und Dienstag den 4. sind zwei Top-Tage für euch, ne? Und diese starke Flirtphase hier mit Sonne, Neptun, die für euch besonders ausgeprägt ist, weil der Neptun eben für euch im Haus der Romantik und des Flirtens steht. Die dauert noch bis zum 7. Ne? Also da könnt ihr wirklich auch ganz toll jemanden kennenlernen. Da ist auch wieder wichtig, die 90-Tage-Regel zu beachten. Denn da haben wir während der Zeit auch einen Aspekt, der darauf hindeutet, dass da vielleicht spontan mehr versprochen wird, als gehalten werden kann. Deswegen kann es auch sein, dass so eine Romanze dann wieder verfliegt. Also erstmal 3 Monate abwarten. Dann kann sich da auch was Ernstes draus entwickeln, wenn es dann noch läuft. Am 5. geht dann die Venus ins Zeichen Zwillinge, steht dann für euch im 8. Sonnenhaus. Das ist das Haus der festen und verbindlichen Partnerschaften, also steht es ja eigentlich dann immer noch gut für euch. Und ist auch gut zum Flirten, Venus in den Zwillingen. Und dann geht das Mars-Trigon hier im Krebs in die 3. Dekade. Das heißt, dann kriegen das also diejenigen, die in der 3. Dekade Geburtstag haben, die genießen dann Trigon Mars, was auch eine schöne, kraftvolle Konstellation ist. Man hat Schwung und wenn man auf Reisen ist, macht es vielleicht auch Spaß, Sport zu treiben. Also das ist eigentlich sehr angenehm für euch. Genau, dann am 6. geht der Merkur ins Zeichen Löwe und das ist dann für euch im 10. Sonnenhaus und das ist beruflich ganz gut. Ist aber jetzt natürlich mitten in der Urlaubszeit, müsst ihr mal schauen, ob euch das dann was bringt. Ist aber auch eine Quadratspannung. Also auch da ist wieder ein bisschen die Gefahr, dass ihr in Diskussionen verwickelt werdet. Vor allen Dingen, weil ja dann diese kritische Phase kommt, der 8. bis 11. und der 9. ist der Vollmond. Der findet jetzt hier statt, Mond im Steinbock, Sonne im Krebs und verstärkt nochmal diese Spannung von Mars und Pluto, wo ihr ja sozusagen automatisch zu in Resonanz steht. Also nochmal mein Tipp. Vermeidet Grundsatzdiskussionen um Weltanschauung, um Verschwörungstheorien, um Politik oder Flüchtlinge. Das sind alles so Themen, die damit zusammenhängen können. Und wenn Leute also unbedingt eine konträre Meinung einnehmen, dann solltet ihr das nicht persönlich nehmen. Vielleicht ist es ein Widder und will bloß mit euch flirten. Die Widder gehen immer gerne in die Gegenposition, weil sie den Widerstand lieben. Und wenn ihr das dann zu ernst nehmt, dann kann es eben zu einem ernstlichen Disput führen. Und das wäre die Sache einfach nicht wert, besonders wenn es ja eigentlich ein Flirt sein soll. Genau, dann gibt es wieder einen Top-Tag am 14., Freitag der 14. Und zwar Liebe und Heilung auf Reisen, habe ich da aufgeschrieben. Ja, das ist also auch nochmal hier Liebe und Heilung mit Neptun. Und hier haben wir die Reisen und beide stehen in einer schönen Verbindung. Und es ist auch eine gute spirituelle Zeit, dieser 14. Und falls es wirklich zu einem Disput gekommen sein sollte, lässt sich das an dem Freitag wieder bereinigen. Genau, dann habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden am Mittwoch, den 19. Das sieht auch gut aus für euch. Und zwar ist das gut für Skorpione in der festen Partnerschaft. Vor allen Dingen dann, wenn sie auch spirituell unterwegs sind. Da kann sich eine schöne spirituelle Verbindung ergeben. Hier die Venus macht da einen super schönen Aspekt zu Jupiter, der für euch im spirituellen Bereich des Horoskops steht. Und viele Skorpiongeborene sind sehr stark spirituell unterwegs. Also das könntet ihr auch noch nutzen. Genau. Die kritische Phase, die vom 15. bis zum 20. geht, und zwar ist sie deswegen kritisch, weil wir hier Mars-Uranus haben und da neigt man dazu, überstürzt was zu beenden oder sich befreien zu wollen. Und nochmal, Mars steht in enger Resonanz mit dem Skorpion. Das heißt, da kann sich auch wieder was ergeben. Vielleicht auch jemand anders, der überstürzt mit euch was beenden will. Und das kann sich für euch beruflich auswirken. Vielleicht wollt ihr dann auch überstürzt einen Job kündigen. Ist jetzt alles sehr gut, wenn ihr gerade Urlaub habt, aber das ist auf jeden Fall eine Zeitqualität, die auch so ein bisschen kritisch ist. Deswegen schaut da auch, dass ihr da nicht zu schnell, zu vorschnell handelt in der Zeit. Auch wenn ihr also Mittwoch einen Top-Tag habt, aber trotzdem ist das in dieser kritischen Phase drin. Genau. So, dann ist für euch sehr spannend, dass der Mars am 20. ins Zeichen Löwe geht. Der geht dann für euch ins 10. Haus. Da beginnt eine Phase für alle ehrgeizigen Skorpione, die je nachdem beruflich auch sehr erfolgreich sein kann, aber auch von Konflikten gekennzeichnet sein kann.
Denn der Mars geht dann ins Quadrat zur Skorpionsonne und das ist sicherlich was, was viele Skorpione auch spüren werden. Da wird es Auseinandersetzungen geben, gefolgt von der Sonne am 22. Und dann haben wir den Vollmond am 23. Alles hier bei euch im 10. Haus, alles im Quadrat zur Skorpionsonne. Das heißt, ab dem 23. ist dann so diese ganz harmonische Phase so vorbei und dann kommen mehr Spannungen auf. Ihr könnt die natürlich nutzen, um beruflich euch durchzusetzen und erfolgreich zu sein. Und es ist ja insgesamt auch jetzt für alle, ne? Könnt ihr ja nochmal in der kosmischen Stimmung, Schwingung reinhören, ist die Stimmung eigentlich ganz gut, auch sehr partyträchtig. Aber ihr werdet spüren, dass ihr vielleicht euch da einbringen und durchsetzen wollt, je nachdem, wo der Mars auch dann in euren persönlichen Horoskopen, in welches Haus der fällt, kann es eben auch eine partnerschaftliche Konfliktstimmung sein. Da müsst ihr also schon wirklich aufpassen. Das macht euch dann schon ganz schön gereizt. Und das ist dann bis zum Ende des Monats erstmal die erste Dekade, die das spürt. Ne? Also ihr seid dann schon recht kampflustig. Und hier geht es eben auch um eure Berufung, also darum, um das zu kämpfen, was euch zusteht. Aber es kann halt auch zu Konflikt mit Autoritätspersonen kommen. Und je nachdem, in welchem Zeichen euer Partner geboren ist, kann es halt auch der Partner sein. Ne, das ist dann schon eine konfliktreichere Zeit für euch. Und dann ist noch wichtig, dass wir gleichzeitig hier die Venus im Aspekt zum Saturn haben und auch zur Lilith. Und das ist bei euch auf der Werteachse. Also da geht es jetzt auch wirklich darum, wer hat was. Müsst ihr euch eventuell auch fragen, ob ihr eure gemeinsamen Werte in festen Beziehungen gerecht verteilt habt, ne, ob das alles in Ordnung ist, sonst könnte es darum eben auch Auseinandersetzungen geben, zumal wir ja dann gegen Ende des Monats auch dieses Schuldenquadrat kriegen. Komme ich gleich noch zu. Am 26. geht der Merkur noch in die Jungfrau, das ist gut für euch, bekommt ihr den in einem schönen Aspekt zur Skorpionsonne, ist gut für Verhandlungen und auch für eure Freundschaften. Da ist dann, fängt eine Zeit an, wo man auch seine Freunde mal wieder anrufen sollte. Und dann formt sich eben am Himmel dieses Jupiter-Pluto-Quadrat. Das wird euch dann im August beschäftigen. Und das ist halt der Schuldenaspekt. Und da kann es eben auch wieder drum gehen, das hat der Neumond angedeutet, wie gerecht habt ihr eure gemeinsamen Werte in der Beziehung verteilt? Ne? Seid ihr da vielleicht diejenigen, die was gehortet haben, nichts abgeben wollen? Es könnte sein, weil der Saturn bei euch steht, kann auch sein mit Lilith hier für euch im zweiten Geldhaus, dass ihr vielleicht irgendwelchen mittellosen Freunden was abgeben wollt und da ist jetzt dann der Partner nicht mit einverstanden. Also achtet da mal drauf, denn das kann eine Phase werden, dann eben hier auch mit Jupiter, Pluto, wo es um Geld und Schulden geht, wo diese Themen dann auch die Partnerschaft belasten können. Das ist dann eben im August der Fall. Und die Sonnenfinsternis, die wird dann in euer 10. Haus fallen, also ins 10. Sonnenhaus des Berufs und der Berufung. Das heißt, da kann sich in eurem Leben auch noch mal einiges ändern. Aber da kommen wir dann drauf, wenn wir über den August sprechen. Soweit erstmal die Konstellation für euch im Juli. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, bin ich für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Webseite, wo ihr die Beratung auch direkt buchen könnt. Oder alternativ könnt ihr auch an meinem Webinar teilnehmen, Antonias Sterne, einmal am 23. Juni und dann wieder am 28. Juli habe ich die nächsten Termine. Und da kann jeder eine Frage zum persönlichen Horoskop stellen. Ja, und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, 15 Minuten Kurzberatung bei mir persönlich, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und postet mir einen netten Kommentar hier auf YouTube. Ja, meine Lieben, das war's. Schaut doch auch noch mal in meine anderen Videos rein und dann wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.